Hallo ihr Lieben, ich bin Kirsten und ich lebe auf Teneriffa und ich habe ein schönes Video für euch, finde ich zumindest. Wer mich noch nicht kennt, ich bin so eine kleine Weltverbesserin, warum auch immer, und ich wünsche mir wie viele andere eine schöne neue Welt. Und wir sollten nicht darauf warten, dass irgendjemand anders die für uns erschafft, sondern wir starten jetzt damit und das geht. Die muss ja eh nach und nach aufgebaut. Wenn wir uns eine schöne neue Welt wünschen, und das tun wir hoffentlich alle, starten wir jetzt und wir können und müssen Vorbild sein und es den anderen einfach vorleben und somit zeigen, guck mal, ich lebe so und so anders als Durchschnitt, aber es geht mir gut, ich bin gesund, ich habe jetzt die passenden Freunde. Ich lebe mehr und alles ist mit der Natur etc. Es funktioniert nicht, hier zu sitzen, so wie ich jetzt, und zu erzählen, so musst du es laufen, so musst du das machen, das machst du aber falsch, das machst du ändern, die schalten alle weg. Macht nicht. Ich will ja zeigen, so geht es nicht. Diese Erfahrung habe ich schon lange gemacht, weil ich in vielen Bereichen einfach mein Ding mache, außerhalb vom Durchschnitt. Und ich habe ganz schnell gemerkt, irgendwas zu erzählen, hört dir keiner zu. Ich mache mein Ding und wenn einen das interessiert, dann fragt er nach und dann kann man erzählen. Was die Menschen aber ja sehen, ist, wenn bei dir eine positive Veränderung kommt. Also Beispiel, du bist immer so durchs Leben gegangen und warst, was weiß ich, Übergewicht und sahst nicht so toll aus und auf einmal strahlst du, siehst gut aus, hast abgenommen. Wird dich doch jeder, wird sagen, Mensch, du siehst ja voll gut aus. Was hast du denn gemacht? Und dann kannst du erzählen, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich baue mein Gemüse selber an, ich bin neu verliebt, ich ziehe jetzt die richtigen Menschen an und so weiter. Ich habe mich gerade eben höchstens 5 Minuten in die nicht vorhandene Sonne gesetzt, Wolkendecke, habe ganz schnell mal Punkte aufgezählt, könnt ihr sehen, ganzer Zettel ist voll geworden, die mir so schnell in den Kopf gekommen sind, was wir sofort alle ändern können. Jeder, der es möchte, der es will. Es ist ganz einfach. Ich gehe das im Schnellverfahren jetzt durch. Keiner von uns mag mehr stundenlange Videos. Aber ich möchte euch zeigen, dass es ganz, ganz viele Bereiche gibt, wo wir jetzt sofort anfangen können. Und das Tolle ist ja, jeder tut ja erstmal etwas für sich selber. Und wenn wir dann noch dieses Prinzip haben, wir zeigen, wie es geht, wie super das sein kann. Das ist, wenn ihr mich fragt, der Weg. Der andere Weg ist von oben wieder indoktriniert, auferzwungen, so muss es laufen. Aber das ist ja nicht immer unbedingt so, ja, wie es schön ist. So, wir fangen an gleich als erstes mit der Ernährung. Ganz, ganz viele Bereiche. Ihr wisst, ich bin Veganerin. Schon lange und ernähre mich glutenfrei. Und wenn dann mal so das Thema kommt, kannst du erzählen, wie abwechslungsreich die Ernährung ist. Du kannst erzählen, ja, warum bin ich denn Veganer? Ich finde es nicht so toll, Tiere zu essen. Ich knuddel lieber mit den Tieren und so weiter. Man kann dann, wenn man gefragt wird, auch erklären, warum auch Milchprodukte Tierleid bedeuten und so weiter. Glutenfrei. Was ich ja auch mitgemacht habe. Da hatte man Beschwerden. So viele Menschen haben Beschwerden. Und da, wenn man da sagt, wenn du selber, positiv sind immer die, die wirklich Beschwerden hatten, da war es nicht positiv, die dann aber als Beispiel die Ernährung umgestellt haben und nur aufgrund der Ernährungsumstellung gesund wurden. Das sind Positivbeispiele. Und die können jedem anderen Kranken sagen, du, ich habe nur meine Ernährung umgestellt, mach dich so auch machen, hast ja nichts zu verlieren. Und dann tut man ja auch noch der Welt was Gutes. Die Tiere freuen sich. Dieser Anbau mit der Nahrungskette, das entfällt, weil man direkt isst. Man isst kein Mist mehr. Geht dann weiter in den ganzen Bereich der Konserven. Hey, liest dir doch mal durch, was da alles wirklich drin ist. Das isst du, das ist totgekochtes Zeug. Esse ich alles nicht mehr. Kommen wir gleich auf den nächsten Punkt. Ich baue jetzt das größten Teil von meinem Obst und Gemüse, baue ich selber an. Oder wenn ich habe eine kleine Kräuterecke, frische Kräuter immer in der Küche stehen, das Essen schmeckt viel besser. Hey, komm doch mal zu uns zum Essen. Ich lade dich ein und streue so richtig schön frische Kräuter rüber. Das heißt, den Anbau sagst, ja, ich habe viel ausprobiert, so und so viel funktioniert das. Ich bin jetzt auf Bio und Permakulturen. Guck mal, wie lecker die Erdbeere wirklich nach Erdbeere schmeckt.
Und dann lässt man ausprobieren. Es ist ja genau so. So viel Obst schmeckt einfach nur nach Wasser. Und wenn du das selber anbaust, was schmeckt nach einer Erdbeere, nach einer Melone. Und das können wir jetzt alles einmal durch die Bahn durchgehen. Vorzeigen. Du tust dir selber was Gutes. Und du zeigst den anderen, wie toll das ist. Und da kommen wir gleich zum Punkt, den habe ich gleich hier vergessen. Dieser gepflegte Ziergarten mag ja hübsch sein. Aber anstrengend, jeden Grashalm immer einmal umzudrehen und abzuschneiden und so weiter. Mach doch mal eine Naturwiese daraus und du siehst, wie die sich die Natur erholt, wie die Bienen kommen. Die brauchen wir nämlich, damit das Gemüse und so wächst, damit die Früchte entstehen. Die Schmetterlinge kommen, die Vögel sind da. Was für ein Naturspektakel so eine Naturwiese ist. Oder Naturwiese gekoppelt mit Anbauecke. Können ja auch Blümchen trotzdem dabei sein. Ich liebe auch Blumen. Aber diese Kopplung, in Eigenverantwortung zu gehen, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Eigenverantwortung für sich selber zu übernehmen und zu zeigen, das geht. Ja, ich schneide meine Haare selber, ich gehe nicht mehr zum Friseur. Lass doch manchen sagen, es schief, dann ist es eben schief, ist mir doch wurscht. Auch so ein ganz wichtiger Punkt, wie oft ist mir das wurscht. Ich bin immer meinen Weg gegangen und ich möchte behaupten, ich bin mit niemandem angeeckt. Jeder hat es respektiert. Wenn ich trotzdem mit den Menschen nett und freundlich gesprochen habe und das immer noch mache, weil ich niemanden wegstoße, sag du schlecht, ich gut, nein, ich mache mein Ding und ja, dann wird geguckt. Es funktioniert genau so. Es macht so einen Spaß, also mir zumindest, weiterzukommen, mit der Natur und mit den Tieren zu leben, in die Natur zu ziehen. Und da aufzublühen und nicht in so einer kleinen, engen Stadt wohnen. Und dann habe ich eben eine halbe Stunde längeren Fahrtweg. Zum Thema Beruf kommen wir gleich. Aber dann lädst du deine Leute ein und sagst, guck mal, hier lebe ich jetzt mitten in der Natur. Ist das nicht schön? Was meint ihr, wie viele sagen dann, oh Gott, das ist schön, das will ich auch. Und es ist auch noch günstiger, auf dem Land zu wohnen. Ganz extrem, aussteigen, auswandern. Mach das, wenn du willst. So viele wollen das, machen es aber nicht. Es ist schade, das ist auch Vorleben. Es geht, so funktioniert das und jetzt bin ich glücklich. Und wenn man auf die Nase gefallen ist, dann kann man in allen Bereichen, kann auswandern sein, auch alles andere. Dann kannst du aber immer sagen, aber ich habe es probiert. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich noch nicht mal probiert, ich würde mir doch mein Leben lang Gedanken machen, dass ich mir selber noch nicht mal diese Chance gegeben habe. Dann die eigene Ausstrahlung, wie ich drauf bin. Wenn es dir gut geht, lächelst du automatisch, bist du freundlich, bist du nett. Und dieses Strahlen, dein Nachbar freut sich, wenn du sagst, wenn du nicht so die Nachbarin ignorierst wie immer, sondern guten Morgen, Frau Meier, wie geht's euch Ihnen denn heute? Die freut sich automatisch. Und schon ist positiv alles. Lächeln und hilfsbereit sein. Ja, also wenn Frau Meier, die Nachbarin, gerade, was weiß ich, die ist 99 Jahre alt und schleppt ihre zwei Tüten, helfen und das übernehmen. So wie man selbst behandelt werden möchte, andere Menschen behandeln. Ja, wenn ich zwei schwere Tüten habe, die für mich kleines Mamsellchen zu schwer sind, freue ich mich auch, wenn so ein Muskelprotz sagt, Mensch, soll ich dir das mal kurz zur Tür bringen? Was haben wir dann noch? Ja, Vorleben. Dass die großen Marken so unwichtig sind, dass man nur Sachen zum Leben braucht, die man wirklich braucht, und es völlig egal ist, was da für ein Label draufsteht. Vorleben. Ich kann lustige, witzige, schicke hier Klamotten anhaben, weil ich es gut finde. Das ist doch viel individueller, als wenn überall die gleiche, was weiß ich, Marke draufsteht. Den Kindern das beibringen. Den Kindern bringe ich das doch auch bei, indem die Eltern das vorleben. Die Eltern nur Markenklamotten haben wollen, die Kinder das auch. Wenn die Eltern lustig angezogen sind, wie Pippi Langstrumpf, weil ich heute so was Lustiges anhabe, als Beispiel jetzt,
dann will das kleine Mädchen das auch. Erziehung, Vorlieben, Autos zusammen. Das ist ja voll toll, dass du gerade 100.000 für den neuesten irgendwas ausgegeben hast. Meiner hat 1.000 gekostet. Und für das Rest des Geldes habe ich mir was, weiß ich, eine Ferienwohnung geholt oder so. Und guck mal meinen Wagen an, den kann ich noch voll selbst reparieren, weil da ist noch nicht so viel Elektronik dran und so weiter. Wenn es denn so ist. Zeigen? Das ist so unwichtig. Mir geht es trotzdem super, mir geht es sogar viel besser. Nicht, niemals von oben herab. Jeder hat doch die Wahl. Wenn da jemand ein 100.000 Euro Porsche oder ich habe keine Ahnung von Autos, irgendwas Teures fahren will und damit glücklich ist und auch das Geld hat, dann ist es ja so und so wurscht. Wichtig ist doch, glücklich zu sein, aber dazu zu stehen, braucht das gar nicht. Aber ich freue mich, dass ich überhaupt ein Auto habe oder mal weg von den Autos. Ich habe erkannt, ich brauche gar kein Auto. Das ist so eine Belastung. Ich muss das putzen, das kostet Geld. Dann immer wieder eine Wartung und dann wieder eine Reparatur und frage mich nicht. Ich fahre nur noch mit dem Fahrrad. Hab jetzt eine Fahrgemeinschaft oder Bus und Bahn sind auch toll, etc. Es ist ja jeder individuell. Ich möchte nur anstupsen. Es gibt so viele Möglichkeiten in die richtige Richtung. Die richtige Richtung ist für mich zurück zum Natürlichen und zurück zur Natur. Und zurück zum Leben. Kein Konsum. Also ich habe es nicht selten, dass wenn ich Besuch habe, oh ja, lass mal shoppen gehen. Und ich stehe dann da. Oh, mal ist ja ganz lustig, aber andauernd immer nur shoppen gehen, dann denke ich, was soll ich denn mit dem ganzen Krempel? Das färbt natürlich ab. Also irgendwann weiß dann der Besuch schon, ja okay, ich mach mal schnell, Kisten langweilig. Zu zeigen, es gibt viel schönere Alternativen, als immer nur Sachen zu kaufen, die ich dann in die Ecke stelle. Vorleben, zu sagen, guck mal hier, ich brauche so wenig, bin so glücklich. Und wieder, wenn einer nicht fertig macht, nur so viel Krempel brauchst du wirklich? Nein. Andersherum zeigen, guck mal, ich habe nur 5 Bücher, aber diese 5 Bücher, die lese ich auch immer wieder. Als Beispiel. So, und dann wirklich leben, lachen, lieben. Leben, lachen, lieben. So sollte unser Leben sein. Und wenn du das machst, strahlst du das aus und du bist so ein positiver Mensch, weil du so glücklich bist. Die werden doch alle zu dir gucken und sagen, Mensch, was bist du denn immer so gut drauf? Und dann kann dir das erzählen. Ich liebe mein Leben, ich mache mein Ding, ich bin glücklich. Und nicht nur, weil ich gerade frisch verliebt bin, sondern immer. Als Beispiel, ja, ich schmeiß immer irgendwas, was mir gerade rein ist, schmeiß ich jetzt rein. So, und dann hast du auch eine positive Ausstrahlung. Ja, die kann man natürlich nur rausgeben, wenn man positiv drauf ist. Aber versuch das. Hey, alles so toll, ich finde mich gut und alles, was schlecht ist, ignorieren wir mal. Das Leben ist so schön und ich saug auf. Ich habe wundervolle Katzen, die hier gerade auf dem Tisch rumtun und so weiter. Diese positive Ausstrahlung vorgeben. Die werden doch alle gucken, Mensch, ist der oder die gut drauf? Ist ja super, das macht ja irgendwie viel mehr Spaß, das sehe ich doch. Beispiel, da ist irgendein Straßenmusiker, der echt gute Musik macht. Oft ist eine Traube von Menschen drumherum. Dann stehen sie da immer alle. Und ganz oft tut mir der Straßenmusiker dann leid, weil der gibt sich ja Mühe. Dann hast du ein paar, die tippeln so mit dem Fuß. Die wollen, die trauen sich aber nicht. Dann mach doch mal so. La, 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 mach mit, sing mit. Wetten, es fangen immer mehr an mitzumachen und haben Spaß am Leben. Vorleben. Einfach mal sich trauen, nur die sind gar nicht schlimm. Im Gegenteil, ich finde das toll, dass endlich mal einer anfängt und sich traut. Was ist daran schlimm, sich zu trauen, bei der Musik mitzuschunkeln? Vergiss mal das Ganze, so und so musst du das machen. Nee, mach das, wie der gerade ist. Macht viel mehr Spaß. So, dann haben wir Tauschgeschäfte. Tauschgeschäfte ist für mich ein Zeichen der neuen Zeit. Viel sinnvoller weg von dem Geldsystem. Ist für mich auch noch ein schwieriger Part, aber wenn sich das ergibt, ist das verdammt sinnvoll. Und zwar nicht immer eine 1:1 Verrechnung und Wertigkeit und so viel nimmst du die Stunde und so viel ich die Stunde. Nein, Apfel gegen Birne, Punkt. Ja, liebevoller, automatischer, ohne Druck, ohne Zwang. Es gibt so Tauschgruppen und so weiter. Die gibt es, die sind aber noch ein bisschen mau und da sind wir einfach noch nicht drin. Es wäre schön,
wenn da viel, viel mehr kommt. Ja, auch mal was verschenken. Ja? Also, das ist hier gang und gäbe. Wenn die, ganz viele haben ja ihren Anbau und Obstbäume und das Obst trägt nur einmal im Jahr, der Baum ist voll. Und wenn die das nicht vermarkten, also privat haben, dann haben die viel zu viele Äpfel, Pflaumen und was nicht alles. Im Moment waren es Papaya. Ja, ich komme vom Tor raus, die Nachbarn, willst du eine Papaya? Ich habe so viel. Einfach so, ohne was zu erwarten. Beruf. Wo haben wir am Anfang? Hab einen Beruf, den du machen willst, der dir Spaß macht und trau dich mal ein Risiko. Kannst ja am Anfang Hälfte, Hälfte machen. Beispiel, arbeitest Teilzeit und die andere Zeit baust du dir das auf, was du machen möchtest. Der Beruf ist... Ach, damit verbringen die meisten Menschen die größte Zeit ihres Lebens. Das sollte doch Spaß machen. Sei ein Vorbild und trau dich und mach mal. Natürlich durchdacht und überlegt. Aber nur wer wagt, gewinnt. Da ist so viel dran. Wenn ich es nie versuche, weiß ich auch gar nicht, ob es geht. Und wenn es am Anfang nicht gleich boomt, das ist normal. Aber wenn es dir Spaß macht und wenn du sagst, ich habe aber das Gefühl, das will ich jetzt und das bringt auch anderen Menschen was, dann mach. Und dann kannst du ja immer noch gucken, ja, also ich will das immer noch machen, aber vielleicht muss ich das irgendwie ein bisschen anders machen, damit es auch läuft. Was meinst du, wie neidisch die Menschen sind? Und das meine ich jetzt aber positiv, wenn die sehen, Mensch, der oder die, der liebt, was er tut, ist zwar kein Millionär, kommt gerade über die Runden, aber der ist so glücklich und arbeitet auch noch viel weniger. Das Nächste, arbeite doch mal weniger und lebe mehr und zeige den anderen, man braucht gar nicht so viel Geld. Ich brauche gar nicht so viel Geld, im Gegenteil, ich habe festgestellt, ich brauche so wenig, jetzt habe ich so wenig Kosten, kann ich weniger arbeiten und mehr leben. Habe ich übrigens ein Video zugemacht zu dem Thema auf meinem anderen Kanal, einfach natürlich leben. Weniger Arbeit. Urlaub. Urlaub kann ich nach wie vor, ja, ich kann es verstehen, aber es sollte doch eigentlich nicht so sein. Eigentlich sollte doch jeder zu Hause so glücklich sein, dass er gar nicht mehr den Urlaub braucht, um mal rauszukommen, um was anderes zu sehen und zu flüchten. Was anderes sehen, okay, aber um sich erholen zu müssen. Du solltest so glücklich sein zu Hause in deinem Leben, dass du gar keinen Urlaub brauchst. Wenn du Arbeitnehmer bist und Urlaub ja kriegst, dass du dann sagst, das ist so schön hier zu Hause. Ich fahre an Baggersee oder ans Meer nebenan, weil da hätte ich schon mal Lust zu. Ich kuschel ganz viel mit meinem Partner, ich gehe mit meinen Katzen mehr spazieren. Den anderen zeigen, es ist so schön, zu Hause glücklich zu sein, weil mein Zuhause mich so glücklich macht. Braucht gar keinen Urlaub. Die Aussage ist viel, viel wichtiger. Und ich spare noch Geld. Diese Selbstverständlichkeit, jeder muss Urlaub machen können. Als Grundversorgung werde ich nie verstehen, aber nun gut, das ist ein anderes Thema. So, autark leben. Ja, sollten wir definitiv alle hin, um unabhängig zu sein. Von mir, großes Ziel, nicht so einfach umsetzbar. Aber das vorzumachen, ich habe mir da jetzt ein kleines Häuschen gekauft, gleich oben Solarenergie rauf. Hey, guck mal, das war gar nicht so teuer. Und ich habe da eine Firma an der Hand, die kann ich dir empfehlen. Zum Beispiel, meine Stromrechnung ist jetzt marginal. Ich kriege sogar was dafür, wenn ich zu viel Strom produziere. Oder ich habe mich erkundigt, ich kann bei uns auf dem Acker einen Brunnen bohren und habe jetzt Grundwasser. Vorleben, es anderen zeigen. Ich würde dich sofort besuchen, wenn du sagst, du hast sowas und das wäre bei mir auch möglich. Wir würden sofort ins Gespräch kommen, weil ich daran interessiert bin. Eigentlich wollte ich ein Glas Wasser, sorry. So, aber ein bisschen haben wir noch. Thema Schule. Thema Schule, wenn du möchtest, dass deine Kinder vernünftig aufwachsen und was Vernünftiges lernen, ja, man kann ja mal drüber nachdenken, sie aus der Schule rauszunehmen. Ich weiß, für die Schule. Aber es gibt auch hier
immer Möglichkeiten. Da müsst ihr euch bitte selber erkundigen und schlau machen. Aber eine Möglichkeit ist zum Beispiel, man meldet sich mal ab aus Deutschland. Dann hast du keine Schulpflicht mehr. Das kann natürlich nicht jeder machen, wegen Steuerpflicht und so weiter. Aber ist eine Möglichkeit. Man kann auswandern in ein Land, wo das anders gehandhabt wird. Es gibt Lösungen. Da erkundigt euch aber bitte selber, da bin ich nicht die Expertin, weil ich keine Kinder habe. Ich weiß aber, dass es geht und ich weiß, dass es Menschen gibt, die das so handhaben. Ja, zum Beispiel, die packen ihre Kinder ein und fahren damit mal um die Welt im Wohnmobil. Und da richten sie zu Hause. Dann Thema Spirituelles. Vorleben. Einfach sagen, ich glaube daran, dass es da was gibt. Ja, werde ich selber oft abgetan. Oder wenn ich sage, oh, ich habe Zeichen gesehen, du und deine Zeichen. Aber, andersrum, Mensch, wie bist du denn zu diesem super Haus gekommen, das dir jetzt gerade angeboten wird, wo ihr jetzt einziehen wollt? Ja, das habe ich bildlich immer vor mir gesehen. Ich habe das visualisiert, ich habe es manifestiert, ich habe mir das so sehr gewünscht. Und auf einmal wurde uns das angeboten. Vorleben, du hast es so gemacht, es hat bei dir geklappt. Und schon weiß doch der andere oder überlegt, da muss ja doch was dran sein an diesen spirituellen Sachen. Diese mentale Kommunikation, ja, man braucht gar nichts aussprechen, wenn man so ein bisschen verbunden ist. Der andere spürt das. Oder schnackst mit deinem Nachbarn, der gar nicht offen ist für das Thema und du spürst, oh, gleich kommt meine Katze um die Ecke. Und du sagst dem Nachbarn, oh, ich glaube, meine Katze kommt gleich. Und die Katze kommt um die Ecke. Vorleben, beweisen. Nur Beispiele, die mir gerade einfallen. Thema Gesundheit. Zum Arzt gehen. Zum Tierarzt gehen. Zum Zahnarzt gehen, sich eine Pille einwerfen oder das Ganze selber in die Hand nehmen. Typisches Beispiel, du hast es immer so gehandhabt, den Ärzten und den Pillchen, und auf einmal hast du gemerkt, nee, wenn ich das selber in die Hand nehme und mich erstmal frage, warum bin ich krank geworden, was kann ich dagegen selber machen, einmal seelisch die Ursache wegkicken und zum anderen, wie kann ich mit der Natur mich wieder gesund machen. Hey, das klappt voll gut. Vorleben. Erzählen. Also gerade dann, wenn man jemanden trifft, der das ähnliche Beschwerdebild hatte oder hat wie du und der knausert immer noch daran herum, beziehungsweise hat jetzt die Nebenwirkung von den ganzen Bildchen, dem kannst du doch erzählen, ja du, ich hatte das auch. Aber ich habe das so und so gemacht, ich habe ganz viel Apfelessig getrunken als Beispiel und nun ist gut. Nun geht es mir super. Vorleben. Ganz klar ist, wenn der Interesse hat und dafür offen ist, wird er nachfragen und das nachmachen. Wenn nicht, dann ist es sein Problem. Ja, jeder lebt sein Leben so, wie er möchte. Aber durchs Vorleben geben wir eine Chance. Ich brauche doch meine Blume. Natürliche Pflegemittel. Zahnpasta. Es müssen sich halt oft, was oft hilft, ist, wenn sich Gespräche ergeben. Ja? Wenn sich das ergibt, man auf das Thema kommt, dann kann sie sagen, sag mal, lies dir mal durch, was da in deinem Duschzeug alles drin ist. Das ist ja ein Chemiebaukasten. Hilfreich wieder, oh Mensch, du hast aber die Haare jetzt so schön. Hast du was gemacht? Ja, ich nehme jetzt nur noch Naturseife. Als Beispiel. Thema Zahncreme. Fluor. Kann man ja mal erwähnen, versuchen oder einfach nur sagen, ich nehme jetzt so und so nur noch Kokosöl, ist pure Natur, tolles Zeug, tötet alle Bakterien ab. Naturheilkunde, Naturheilkunde, Vorleben, benutzen, Bücher, Internet, also bei kleinen Bewegungen, da kannst du einmal schnell recherchieren. Zack, kriegst du ein paar Sachen ausgeworfen, ausprobieren, was dir hilft.
Der geht zum Heilpraktiker statt zum Arzt. Am guten. Das ist bei der Tierheilkunde genau das Gleiche. Ja, ich war Homöopathin für Katzen aus genau diesem Grund. Tiere, genau das gleiche Thema. Mal darauf hinweisen, es ist nicht so toll, wenn du immer zum Tierarzt gehst und deine Katze kriegt dann, so wie du, lauter Pillen. Dir geht es dann nicht so gut. Und dieses Futter, was dein Tierchen kriegt, Hund oder Katze, Mensch, hast du mal, hast du da mal die Zutaten gelesen? Warum ist denn da überall Zucker drin? Und Getreide, ist Getreide wirklich was Gutes für Katzen? Ja, also ich habe da so die Info, ich gebe dir gerne mal die Seite und so weiter. Und ich kenne da auch so eine Blondine, die macht ganz tolle Ratgeber, Katzenratgeber. Nur jetzt als Beispiel. Das ist alles ungesund. Ja, warum ist denn das so? Ja, die Industrie lebt vom Geld verdienen, nicht von der Gesundheit der Menschen oder der Tiere. Versuchen, es hängt von den Gesprächen ab. Ja, oder du hast selber Katze, Hunde und fütterst die vernünftig, mit vernünftigem Futter oder du barfst die pure Rohernährung und zeigst dem anderen Katzenhalter oder Hundehalter, hey, ich fütter so, versuch das auch mal, ist ja viel besser für dein Tier. Ich bin durch. War aber auch viel, ich glaube, es ist länger geworden. Ah ja, knappe halbe Stunde. Es gibt mit Sicherheit noch mehr Bereiche. Das war das, was mir schmackos gerade eingefallen ist. Erstens für dich selber und zweitens, ja, damit wir den Weg jetzt wirklich schon losgehen. Mach dein Ding. Sei anders. Das bin ich wirklich schon mein Leben lang. Und das zeichnet sich aus. Und ich zeige den Menschen, so kann es gehen. Ich bin glücklich. Du kannst es auch machen, wenn du möchtest. Jeder hat die Wahl. Aber es sind doch immer mehr, die anders leben möchten. Mach es. Starte, wo auch immer, in dem Bereich, der dir wichtig ist, der dir am Herzen liegt. Und dann nach und nach gehen wir alle diesen Weg. Und du wirst sehen, es wird dir besser gehen. Und du wirst auch automatisch die richtigen Menschen dann in dein Leben ziehen, weil du was anderes ausstrahlst. Das sind diese ganzen Universalgesetze, die stimmen. Das Gesetz der Anziehung. Das Gesetz der Resonanz. Ihr werdet sehen, dass das genau so ist. Lasst es auf euch zukommen. Aber das kommt nur durch die Veränderung. Ja, also wenn bei mir immer alles gleich bleibt, ich mich nicht verändere, bleibt auch alles draußen herum gleich. Es sei denn, die verändern sich. Dann passt es so nicht mehr. Aber wenn ich mich verändere, in eine andere Richtung gehe, passt das außen teilweise vielleicht nicht mehr, aber ich ziehe Neues an, was von da kommt. Es geht auch für die Menschen. Und es ist ganz, ganz, ganz toll, was dann auf einmal geschieht. Wir können unsere schöne neue Welt jetzt sofort starten und nach und nach aufbauen. Und je mehr das, und dafür brauchen wir auch nicht die Kollektivdörfer, was ich auch so oft angesprochen habe. Das ist nämlich irgendwie, ja, hakt da so ein bisschen. Ja, es sind größere Projekte, ich nenne es mal so, aber wenn jeder bei sich anfängt und ein Vorbild ist und für sich glücklich und gesund ist, zeigst du den anderen, so kann es gehen. Du hast die Wahl. Schöne Schlusswort. Danke euch fürs Zuhören und nochmal kurzer Tipp, einfach natürlich glücklich, gesund leben, mein Büchlein, und Leben auf Teneriffa, neuestes Buch, natürlich gesund essen, 90 vegane, glutenfreie Rezepte. Das Buch habe ich selber noch nicht da. Wenn ihr noch mehr Input von mir möchtet. Ich hoffe, ich habe es euch gefallen. Kurz vor der halben Stunde mache ich Schluss. Gerne Daumen hoch, Abo, netter Kommentar. Liebe Grüße von Teneriffa, eure Kirsten.